Eigentlich sprach alles dafür, dass der heutige Tag ziemlich langweilig an den Finanzmärkten werden würde. Wenig Bewegung bei den Aktienmärkten nach dem Labor Day in den USA, aber dann kam es zu einem Krypto-Crash und zu einem interessanten Phänomen, denn es zeigt sich, die Krypto-Jünger, die haben einen Jerome Powell, einen, der also praktisch garantiert, dass jeder Dip gekauft werden kann. Das ist der Präsident von El Salvador, Señor Bukele, der dann eingegriffen hat, und das ist ein neues Phänomen, das durchaus berichtenswert ist. Die Aktienmärkte haben Jerome Powell, Kryptos haben jetzt ihren eigenen Messias, hurra! Es ist wunderschön, dass wir keine manipulierten Märkte haben. Schauen wir uns zunächst mal das Geschehen an. Für Bitcoin heute ja ein historischer Tag, das erste Mal in einem Land gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. Und da hatte Bukele schon getwittert, ja, wir haben für El Salvador 200 Coins, also 200 Bitcoin gekauft, und wir werden noch viel mehr kaufen. Dann hat er das durchaus umgesetzt, aber es sah so aus, oder es schien ja alles erstmal richtig schön zu sein, Bitcoin so um und bei im Hoch heute auf $53.000, aber Crypto Dude, ein Pseudonym oder jemand, der anonym auftritt, hatte schon darauf hingewiesen, oh, das sieht irgendwie nicht so richtig schick aus charttechnisch. Er sprach hier von bärischen Divergenzen, und man sieht hier im RSI unten eben diese bärische Divergenz. Es schien ihm so nicht wohl zu sein bei diesem Anstieg, und er hat gesagt, also Leute, ich würde jetzt empfehlen, mal ein paar Profits mitzunehmen. Vielleicht ja auch das Phänomen heute, dieser historische Tag für Bitcoin, buy the rumor, sell the fact, also verkaufe das Ereignis, wenn es denn eintritt. Heute ist das Ereignis eingetreten, nämlich Bitcoin als erstes, als gesetzliches Zahlungsmittel in einem Land, dementsprechend vielleicht eine Mischung aus Technik und dann eben auch diesem buy the rumor, sell the fact Phänomen. Und hier schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Bitcoin ist also in kurzer Zeit, in zwei Stunden im Grunde von $53.000 auf $43.000 oder unter $43.000 gefallen, mal eben $10.000. Da waren in zwei Stunden um und bei die Gewinne der letzten beiden Monate mal futsch. Aber dann Bukele buying the dip, wir haben 150 neue Coins gekauft, und das hat den Markt irgendwie stabilisiert. Da haben sich viele gedacht, ja okay, wenn El Salvador kauft, dann ist das vielleicht keine so schlechte Idee. Und dieser Crash bei Bitcoin, der hat, ist noch krasser gewesen bei Ethereum oder bei Ether, noch krasser bei anderen Kryptowährungen, die teilweise noch deutlicher gecrashed sind, über 25% teilweise die Verluste, die meisten mit über 20% Verlust. Aber wie gesagt, dann diese Stabilisierung. Und dann schrieb Bukele, it appears the discount is ending. Thanks for the dip. We saved a million printed paper. Wir haben nun 550 Bitcoin. Also er kauft offenkundig für El Salvador Bitcoin in der Annahme, dass Papiergeld bald eh nichts mehr wert ist. In El Salvador wird ja vorwiegend mit Dollar gezahlt. Und der Zero Hedge mit der durchaus richtigen Analogie, Jay, buy in any dip in stocks. Paul gegen Najib, so der Vorname von Bukele, buy any dip in cryptos. Bukele. Also da sieht man, wie irre diese Welt geworden ist. Immer Dips kaufen, alles geht nur nach oben. Bei den Aktienmärkten, bei den Kryptowährungen im Grunde ist es ja eh schon egal. Hauptsache kaufen, es wird schon irgendwie steigen. Aber das konnten viele nicht, und vor allem konnten viele nicht verkaufen, als es nach unten ging. Denn Bitfinex und Coinbase, zwei der größten Plattformen für Kryptowährungen, speziell für Bitcoin, die waren mal eben offline, da ging gar nichts mehr. Und das ist natürlich auch nicht so super vertrauenserweckend, kommt allerdings bei Trading-Plattformen im herkömmlichen Bereich auch durchaus vor, dass wenn da richtig Action am Markt ist, dann plötzlich die Dinge nicht mehr funktionieren. Nicht, weil die Broker böse sind in der Regel, sondern weil eben der Traffic so groß ist, dass die Systeme das teilweise nicht mehr verarbeiten. Also wir sehen hier ganz ähnliche Phänomene. Und schauen wir uns mal Bukele an, da ist ja jetzt kürzlich doch durchaus Interessantes passiert. Bukele ist sehr beliebt, er hat versprochen, mit den verstrickten, in Korruption verstrickten Eliten aufzuräumen, Richter entlassen etc. etc. Durchaus populär in dem Land, der ist jung, der ist dynamisch, das finden viele gut, der bringt frischen Wind. Allerdings hat er jetzt etwas gemacht, was durchaus fragwürdig ist. Er
hat nämlich praktisch die Verfassung außer Kraft gesetzt. In der Verfassung heißt es nämlich, dass wenn man schon zwei Amtszeiten hat, dann mindestens eine Pause zwischen diesen Amtszeiten liegen muss. Das heißt, ein Präsident kann nicht unmittelbar wiedergewählt werden, sondern erst später. Das hat durchaus gute Gründe. Manche denken, hier in Deutschland hätte man das vielleicht auch besser gemacht, nicht wahr? Aber es ist so, dass damit eben faktisch eine zentrale Passage der Verfassung außer Kraft gesetzt ist. Jetzt darf er sich 2024 wieder wählen lassen und viele fürchten, ja, diese Wahl wird eine reine Farce, zumal er eben viele Sympathisanten mit Posten versorgt hat, die sozusagen jetzt die Bürokratie leiten. Also das ist durchaus ein bisschen fragwürdig, ein bisschen schwierig. Die Bitcoin-Fans finden das ja alles ganz toll und finden Bukele ganz toll. Aus ihrer Sicht natürlich nachvollziehbar, allerdings muss man schon die Frage stellen, ob da hier ein Land durchaus in autoritäre Tendenzen weiter abdriftet. Versucht einen anderen Weg zu gehen, ist der Hero für viele, die jetzt eben Krypto-Fans sind, aber es ist eben schon eine etwas problematische Geschichte in der Summe. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Gestern der Labor Day in den USA. Und es könnte sein, dass der S&P 500 heute das fünfte Mal in Folge nach einem Labor Day negativ ist. In 2020 hatten wir nach dem Labor Day ein sattes Minus von fast 3%. In den letzten Jahren, seit 2010, gab es nur 4 Jahre, wenn ich das richtig zähle, ja, die nicht negativ waren. Also irgendwie nicht so der tolle Tag normalerweise für die US-Aktienmärkte. Und die sind extrem günstig. Market Cap to GDP, also die Marktkapitalisierung zum BIP, ist deutlich schneller gestiegen als die Profite zum GDP-Ratio. Also mit anderen Worten, wie Lance Roberts hier sagt, ist es so, dass der Markt ein bisschen vorausläuft, vor allem den Dingen vorausläuft, die die Ökonomie überhaupt leisten kann. Mithin ist da also schon sehr, sehr gutes, ein Best-of-Szenario eingepreist, könnte man sagen. Die Wirtschaft jedenfalls ist ja nicht mehr so dynamisch. Wir kennen alle den Economic Surprise Index, der ja deutlich ins Negative gedreht ist. Zuletzt die Arbeitsmarktdaten schwach etc. Also die Konjunkturdaten bleiben da zurück, aber die Marktkapitalisierung eben nicht. Und das liegt auch daran, dass immer mehr Geld in die Aktienmärkte fließt. Wir haben jetzt Global Equity Fund Inflows mit 689 Milliarden. Mehr als der bisherige Rekord jetzt in 2021, oder mehr, da ist schon mehr Geld reingeflossen in 2021 als im bisherigen Rekordjahr, das war 2017. Und es ist vor allem Retail Flow, also es sind vor allem die nicht institutionellen Player am Markt, die hier massiv reingegangen sind. Das ist 2020 schon gut gegangen, als eben die Privatinvestoren gekauft haben. Es wird diesmal auch gut gehen, es wird immer gut gehen, nur einmal geht es nicht mehr gut und dann schauen wir mal, was passiert. Jedenfalls der S&P 500 hat nun 215 Handelstage, ist die Situation die, dass mindestens 75% seiner Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist knapp unter dem Hoch von 2013 oder schon knapp über dem Hoch von 2013 und knapp unter dem Allzeithoch von 2004. Also dieser Buy-the-Dip-Modus, der hat sich immer bewährt. Wir haben praktisch ja noch keine Korrektur in 2021. Korrektur im Sinne von einem Rücksetzer von mindestens 5%. Also es geht immer mehr in eine Richtung. Kein Wunder, wenn wir Jerome Powell haben. Und so hat sich jetzt eine sogenannte Krokodilformation ausgebildet. Meine Damen und Herren, oben sehen wir den S&P 500, der sich immer mehr verengt. Und unten sehen wir den VIX, der, also die Wohlererwartung für die S&P 500 Aktien, die in den Optionen eingepreist ist. Und hier sehen wir, das könnte mal irgendwann vielleicht zuschnappen. Ja, also wenn Sie schon mal sich zwischen den Kiefern eines Krokodils befunden haben, was Sie ja sicherlich schon gemacht haben, dann werden Sie wissen, wenn das zuschnappt, dann geht es meistens relativ schnell und endet böse. Also dementsprechend könnte das irgendwann mal passieren, wenn Jerome Powell vergisst, den Dip zu kaufen, ne? Und die anderen dann auch. Also das wäre durchaus einmal möglich. Aber interessant ist, und Sie wissen, Inflation ist ein großes Thema in meinen Videos, dass die Aktien besser performt haben, deren Unternehmen hohen Lohndruck haben, wo also die Löhne schneller steigen als bei den Firmen,
die nicht so schnell steigende Löhne haben. Das finde ich ein interessantes Phänomen, zumal jetzt auch in Europa der Lohndruck deutlich zunimmt, wie Andreas Denno Larsen hier zeigt. Nämlich, wenn wir mal hier die Euro Area Compensation per Employee, also praktisch das, was pro Mitarbeiter gezahlt wird bei den Unternehmen, sehen, einerseits und auf der anderen Seite einen sogenannten Wage Pressure Indicator haben. Der setzt sich zusammen aus den Inflationserwartungen und aus den Berichten der Unternehmen über Labor Shortage, also über Arbeitskräftemangel. Und hier sehen wir, das geht auch ziemlich steil nach oben, nach meiner Einschätzung, inflationär auch in Europa, neben diesen ganzen Lieferkettenproblemen und den Angebotsknappheiten, die damit verbunden sind. Und so kriegen wir verschiedene Signale aus der deutschen Wirtschaft. Der ZEW-Index heute ist das vierte Mal in Folge, oder nicht heute, ist heute veröffentlicht worden, aber das vierte Mal in Folge, jetzt vier Monate in Folge, also jetzt rückläufig. Normalerweise, das zeigt die untere Grafik, ist der DAX relativ eng korreliert mit dem ZEW-Index. Geht der rauf, geht der DAX rauf, übergeordnet, also in einem längeren Betrachtungszeitraum. Und andersrum, das ist erstaunlich, auf der anderen Seite die Meldung, meine Damen und Herren, dass jetzt der August der Monat war mit den geringsten Insolvenzen seit Aufzeichnung der Daten. Da gibt es ein Institut in Halle, das genau diese Daten erfasst. Es waren auch noch nie so wenige Jobs betroffen von Insolvenzen. Ist jetzt alles gut? Ist jetzt alles prima, könnte man meinen? Aber die Antwort ist nein, denn wir schieben eine Art Bugwelle vor uns her. Viele, viele Firmen, viele Restaurants, viele Veranstaltungsunternehmer etc., die haben Kredite bekommen. Das sind Kredite, in der Regel ist das Geld ja nicht geschenkt, sondern muss zurückgezahlt werden. Und wenn die nicht schnell wirklich auf die Beine kommen, dann werden die in die Insolvenz rutschen. Also da kommt dann irgendwann eine Insolvenzwelle und je mehr aufgeschoben wird, umso größer ist die Welle, könnte man sagen. Und da ist auch hier natürlich die EZB mit ihren Nullzinsen ein maßgeblicher Faktor. Und hier ein interessantes Interview, eine interessante Perspektive, die ein Jurist hier entwirft. Das ist Herr Kerber, der bekannt ist als ein sehr deutlicher EZB-Kritiker. Der sagt, der deutsche Selbstmord gegenüber der EZB, gegenüber der EU, gegenüber Brüssel, das ist etwas, was nicht gerade eine tolle Entwicklung ist. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Dieser Mann, nämlich Herr Kerber, der ist in diesem Interview mit Marc Friedrich, der ja auch nicht auf den Mund gefallen ist und tendenziell ja auch einmal ein bisschen mehr redet. Dieser Mann toppt ihn, sodass der Marc Friedrich da teilweise relativ still daneben sitzen muss, weil dieser Mann sehr präzise, sehr klar und sehr scharf formuliert. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Ob Sie derselben Meinung sind, sei dahingestellt. Aber es ist in jedem Fall tiefgehend und in jedem Fall interessant. Ich werde das alles wieder unter dem Video verlinken und wünsche jetzt, meine Damen und Herren, einen wunderbaren Feierabend. Genießen Sie noch die Sonne, solange sie da ist. Bis dann, Servus und Ciao.